Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Ich habe mal ganz fix Clefensa, also unserem VM-Sklave, zur Schneider beigebracht, denn wir hatten ja eigentlich ein anderes VM-Sklave für zur Schneider, aber ich dachte mir jetzt einfach, ja gut, Clefensa kann es auch lernen, deshalb, warum nicht? Und jetzt werden wir sehen, was es hier gibt. Wir werden nämlich heute auch noch in zum See des Zorns kommen. Ich glaube, das ist sogar der obere Teil von See des Zorns, also, soweit ich weiß. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das hier ganz oben links ist. Ich glaube, hier kommt man sogar später hin, wenn man surft. Ich mag mich da noch was irgendwas erinnern. Okay, hier kriegen wir einen Sonderbonbons. Die sind nice, denn wir wollen nämlich jetzt unser Blutzug entwickeln. Das entwickelt sich auf Level 31 bis Level 27. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Heute vielleicht nicht. Heute kommt, glaube ich, ein bisschen mehr Story statt Kämpfe, so wie letzte Folge, aber wir werden sehen. So, ich habe natürlich extra in der Nacht aufgenommen, ne? Oder nehmen es gerade in der Nacht auf. Und ja, hier ist der See des Zorns. Wir sind gerade drüber. Lol. Ja, verdammt, wo gehe ich lang? Ich denke mal hier, weil da habe ich ein Item gesehen. Wir werden aber nicht allzu viel von der Nacht sehen, da wir ganz viel im Gebäude gleich sein werden. Werdet ihr aber noch sehen. Also nach dem See des Zorns gibt es halt ganz viel in dem Gebäude. Deshalb dachte ich mir, ja gut, es ist egal, ob ich morgens oder abends aufnehme. Und ich dachte mir, keine Ahnung, können wir jetzt nochmal für den See des Zorns ein bisschen die Abendstimmung reinmachen. Wirkt das vielleicht ein bisschen cooler. Und das ist ziemlich cool, dass wir gleich ins Gebäude kommen. Ich sag noch nicht welches. Tim, okay. Denn da kann ich nämlich dann egal wann aufnehmen, weil dann ist ja egal, ob es Tag oder Nacht ist. Welche Nummer war das denn jetzt? War das 49 oder was anderes? Scanner? Ach, keine Ahnung. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine 40, aber egal. So, gibt es hier noch irgendwas oder... Oh, ja. Hier, ein Gebäude? Okay, davon wusste ich jetzt nicht mehr. Hallo. Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kind. Oh, TM10. Okay, danke. Siehst du es? Das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Typ und Stärke der Attacken hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Aber ihr wisst ja schon, was ich von Kraftreserve halte. Ich finde, das ist keine allzu gute TM. Oder allgemeine Attacke in dieser Gen. In späteren Gen ist es viel besser, aber hier ist es noch nicht so gut. Deshalb werde ich es nicht gebrauchen. Jetzt wissen wir, was es hier oben gibt. Ach, wir sind noch gar nicht ganz fertig mit Trainerkämpfen. Mindestens einen Trainer gab es nämlich noch, das weiß ich noch. So, aber jetzt wollen wir erstmal hier wieder zurück. Wie auch immer die Dinger so schnell nachwachsen, aber okay, es ist Pokémon-Logik. Muss man nicht hinterfragen. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier links gab's Gegner. Den haben wir schon. Oh, gibt's Vati? Level 15 Vati? okay. Wie viel Damage mache ich denn? Mache ich One-Hit? Ich bin Blutzug. Nee, nicht. Macht er mit viel Damage? Oh, ist verwirrt. Nice. Dann schaffe ich noch das. Okay, es geht. Oh, ich bin paralysiert. Ach, kacke. Komm jetzt. Geh down. Yes. Habe ich einen Paraheiler? Ich hoffe, ich habe einen Paraheiler. Sonst war es gerade nicht so. Naja, ja, ja, ich habe keinen. Ich bin jetzt ein Paraheiler. Egal, mach einfach. Yeah, yeah, yeah. Die sind zwar ein bisschen teuer, aber wen juckt das schon? Huhu. So, hier nach unten gibt es mindestens einen Trainer. Hier sind zwei, glaube ich. Die Girafarik gibt es hier noch. Den können wir kurz killen. Der ist, soweit ich weiß, normal Psycho. Also Girafarik. Na ja, gut, Psycho macht halt nicht so viel Damage auf Psycho, ne? Aber es ist verwirrt. Blutsauger vielleicht. Ah, Blutsauger ist Unlicht oder so? Naja, wie auch immer. Ich habe vergessen, was Blutsauger war. Ich glaube Unlicht. Egal. Auf jeden Fall war es One-Hit.
Okay, ein bisschen Erfahrungspunkte. Willst du kämpfen? Er will kämpfen. Hey, hast du seltene Pokémon? Selten? Was definierst du als selten? Also ich habe gute Pokémon. Auf die man stolz sein kann, aber selten? Also ich habe jetzt keinen Mewtwo oder so. Oh, das Schlupfball ist doch nice. Der will dir einfach nur einen großen Hack geben. Schlupf ist nur normal, glaube ich. Er kann aber Psychoattacken lernen. Konnte übrigens in Rot und Blau kein Schlecker erlernen. Ja. Seems legit. Ist genauso wie mit Glurak in Rot und Blau. Konnte kein Fliegen erlernen. Digga, es hat Flügel. Wie ist kein Fliegen erlernen? Wie Schlupf kann kein Schlecker erlernen? Das ist doch sein ganzes Feature, dass er so eine riesen Zunge hat. So, Gift, Bruder. Wird's langsam leid hier. Wie lange ich ja warten muss, bis sie alle sterben. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, das ist der schlechte. Ja, wir müssen schnell heilen, Ich habe nur noch schlechte Sachen zum Heilen. Habe ich nicht mal normale Tränke? Doch. Oh, ich habe super Tränke. Ja, gut. Was will ich überhaupt mit normalen Trank? Fällt mir gerade auf. Na egal. So, schön Vergiftung. Reingedonnert. Konfusion. Okay, ich mache wirklich nicht viel Damage. Wir müssen es auf jeden Fall wickeln, weil Omo kann viel mehr. So, und jetzt geht down, Bro! Geht down! Da ist diese Schlurpton. Ich krieg kein Level up! Hallo? Meine armen Pokémon-Lieblinge. Ich wäre schon froh, wenn ich nur ein einziges seltenes Pokémon hätte. Boah, du bist so cool. Gib mir eine Nummer. Ich will mit dir befreundet sein und für alle Zeiten dich anrufen und nerven. Nee, lieber nicht. Oh, okay. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Was ein Waschlappen, du Opfer. Ihr. Wir haben aber hier noch einen Trainer gesehen, genau da. Kämpfen, let's go. Ist er auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen? Können wir gerne machen, ja. Und ja, ich gehe zum See des Zorns. Da gehen wir jetzt nämlich als nächstes hin. Ilona? Hey, Pipi! Jetzt gucken Kinder zu, nicht einfach den Mittelfinger zeigen. Sieht doch so aus. Oder bin das nur ich gerade? Sieht ein bisschen so aus, als würde er den Mittelfinger zeigen, oder nicht? Ach, komm, es gibt das jetzt. Das ist ein bisschen langweiliger Kampf. Ach, Komprimator, bla bla. Bla bla, am Schlafen. Bla bla, ja, schlag mich noch mehr. Bla bla. Bla bla, tot. Stell dir vor, wie lange der Kampf jetzt gedauert hätte, wenn ich nicht vorgespult hätte. Okay, Level up. Oh, Stachelspore. Okay, da bin ich dabei. Obwohl, will ich Stachelspore? Giftpuder, Superschall, Konfusion, Blutsauger. Will ich da Stachelspore haben? Eigentlich nicht. Nee. Ich habe zu lange gespielt. Tja, kann wohl sein. Manchmal darfst du halt nicht so lange spielen. Dann kommt schon das Spiel an und sagt, ey, willst du mal ein Päuschen einlegen? Ich mache ein Picknick mit meinen Pokémon. Setz dich doch zu uns. Oh, ist das eine Einladung? Oder nochmal? aber gerne. Nicht gefriendzoned! Yeah! Ich melde mich, was es Neuigkeiten gibt. Yeah, Leute! Neue Freundin! Bei mir läuft. Hi, Entei? Was macht Entei hier? Zur Info, es können Entei, Raikou und Suicune random einfach im Gras auftauchen. Die sieht man normalerweise. Wenn man sie einmal random gefunden hat, sieht man sie auch im Pokémon, soweit ich weiß. Ja, hi Entei.
Keine Ahnung, was mache ich jetzt? Konfusion? Oh. Warte, ich will mal kurz nachschauen, ob das jetzt wirklich im Pokémon angezeigt wird. Nicht? Vielleicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber soweit ich weiß, wird es eigentlich immer angezeigt. Vielleicht später. Egal. Passiert. Ich würde eigentlich ganz normal grinden gerade. Also sowas machen wir jetzt hier. Zack. Das dauert mir zu lange. Blutsauger. Bye bye. Schön. Bisschen Erfahrungspunkte. Okay Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich grinde ein bisschen, bis wir Omut haben, oder? Was meint ihr? Weil ich glaube, hier oben ist schon direkt die See des Zorns, oder? Oh, die haben wir noch gar nicht. Okay. Ich liebe Pokémon. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln. Und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Kann ich verstehen. Ich sammle auch gerne Pokémon. Nur nicht in diesem Display. In diesem Display nicht. Kuji. Cooler Name. Oh, Lamus. Why, Bro? Oh, Lamus, den Gens, war, sieht immer so depressiv aus. Why, Bro? Aber dann den neuen Gens sieht das richtig happy aus. Yay. Ich wurde gebissen in meinen Hintern. Von einem Beta-Mushas. Und hier denkt sich so, scheiße, Mann, mein Leben, das geht von mir vorbei. Ich glaube, wir Bullshit. Ist, Psycho-Wasser. Gut, wenn Psycho, wenn ich doch weiß, dass es Psycho ist, warum soll ich denn eine Psycho-Attacke ein? Man weiß es nicht. Ups, sorry für den kleinen Cut. Musste gerade sein. Okay, Blutsauger, jetzt machen wir es richtig. Und du gehst down. Ach komm. Was? Okay, ich kriege aber ganz viel KP dazu. Das ist doch immerhin etwas. Ich glaube, deine Aquaknarre wird dir nicht so viel helfen. So, vergifte. Ja, komm. Einfach Blutsauger und dann ist er down. Ich dachte, die Vergiftung killt ihn, aber. Hat irgendwie keinen Bock, okay. Oh, nice. Viele Erfahrungspunkte für Lamus. Nice. Wie konntest du mir das antun? Was? Du hast mich doch. Okay. Du fragst, was ich außer Pokémon noch mag? Marit vom Radio. Die ist bestimmt süß. Und heiß. Okay, von der Stimme her einfach so was sagen. Okay. Route 43, ich sehe das Zorns. Mahagonia City. Oh, wir sind schon da, oder? Ja, wir sind schon da. Und soweit ich weiß, ist es hier. Ja, okay, ihr habt schon das Haus gesehen. Egal. Das ist ein friedlicher Ort. Zu dem kommen wir gleich. Ähnlich wie eine Stadt, aber nicht wie eine Stadt. Überhaupt nicht. Aber dazu komme ich gleich. Ich würde sagen, ich gehe kurz ein bisschen. Ja, ich gehe kurz ein bisschen Level farmen. Und dann sehen wir uns wieder. Oh lol, ich wusste gar nicht, dass man dir auch Blut zufinden kann. So, zwei Level-Ups weiter sind wir Level 30. So, und da ich jetzt keinen Bock habe mehr, benutze ich einfach das Sonderbonbon, was wir vorhin gefunden haben. Wo ist denn das? Ah, das ist direkt hier. Super. Dann haben sie nämlich zwei. Und eins davon bekommt jetzt Blutzug. Yeah! Hey, Blutzug entwickelt sich. Und er wird zu einer Motte. Einer pinken Motte, wie es scheint. Ich glaube, in späteren Spielen ist es ein bisschen mehr weiß statt pink, aber okay. Windstoß ist eine sehr tolle Attacke. Bin ich dabei. Windstoß, das will ich noch perfekt machen. Blutsauger hat mir gerade sehr geholfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich Superschall haben will. Deshalb mache ich es weg. Na, Konfusion macht ja auch basically Superschall. Wenn ich Glück habe. Alles klar. Damit haben wir nun komplett entwickeltes Team. Außer natürlich mein Starter. Aber das kommt noch. Oh yeah. Wie gesagt, das wird noch kommen. Aber jetzt nicht. Wir können ja Flame so lange nach vorne tun. Es wird sich bald entwickeln, aber wird noch ein bisschen dauern. Okay. Gut, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, aber Tom möchte kurz stören. Hey, guten Abend, ich bin's, Tom. Weißt du noch? Hast du eine Minute Zeit, um zu kämpfen? Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich ruhig. Okay, danke. Wir erkunden jetzt noch den See des Zorns. Denn hier gibt es viele zu erkunden. Zum Beispiel dieses Haus hier. Haus des Profi-Anglers. Okay, das hört sich cool an. Bist du der Profi-Angler? Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Gardas erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See.
Diese Geschichte erzählte schon der Ur-Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Carpadors fangen. Aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Okay, das soll mir vielleicht mal helfen, oder? Täuschen mich meine Augen? Ich sah ein rotes Garados im See. Aber ich dachte, Garados sind blau. Oh, schon eine zweite Person, die es gesehen hat. See des Zorns, auch bekannt als Garados-See. Aha. Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Oh nein, schnell Milch trinken. Das kann nicht gut sein. Was gibt's hier drüben? Oh, hallo? Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Garados. Ich frage mich, ob da eine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Maybe, but only maybe. Ups, wollte ich nicht. Ist ein Item, ich wusste es. Top-Trank. Ich glaube, da oben waren wir schon. Da waren wir doch am Anfang der Folge, oder? Okay. Ich würde sagen, wir surfen einfach mal und gucken uns die Situation mal selber genauer an. Aber ich will von hier aus surfen, weil von hier aus ist cooler. Oh, Moment mal. Siehst du das auch? Da oben links? Aber das Sprite ist ja rot. Ist das vielleicht ein rotes Garados? Wir sind auf dem Garados-See und da ist tatsächlich ein rotes Garados. Oder täusche ich meine Augen? Vielleicht ist es ja nur der Overworld-Sprite. Aber wie ihr sehen könnt, kann man hier ganz viele Carpador fangen. Man kann ja auch hin und wieder mal Garados finden, aber ist ein bisschen seltener. Aber es geht. Und ich merke gerade, wenn ich Flamesack vorne habe, wird das vielleicht ein bisschen schlecht, wenn wir jetzt mit dem Ding reden. Ich glaube, ich pack da lieber ein anderes Pokémon nach vorne, was da besser ist gegen Wasser-Pokémon. Obwohl, Moment, mir fällt gerade auf, es ist vierfach effektiv. Denn Garados ist Wasser-Flug. Wie immer es Flug ist. Und das wäre vierfach effektiv. Deshalb vielleicht ein anderes Pokémon nach vorne. Ich kann ja jetzt mal zeigen, wie Overwood aussieht, ne? Komm, machen wir das. Okay. Aber ich speichere lieber nochmal. Weil ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich es schaffen werde, den zu fangen. Ach, jetzt habe ich schon gespoilert. Egal. Ist egal. Es ist tatsächlich Gascha! Oh Scheiße. Das hat so viel Cringe-Content geguckt. Wir müssen es schnell fangen. Denn es ist tatsächlich shiny. Ein shiny Garados. Level 30. Oh, habe ich nicht erwartet. Und ja, wie ich bereits sagte, werden es fangen. Nicht, weil ich ein 10.000 weiteres shiny Garados haben will. Sondern, weil es ein neues Teammitglied wird. Ein Wasser-Pokémon-Teammitglied. So, womit fangen wir an? Konfusion vielleicht? Haben wir gleich Glück, dass es sich... Ich will jetzt nicht Giftpudding machen, aber ich will es einfach nur normal schwächen. Und ich werde den Kampf jetzt auch nicht vorspulen, ich werde den normal machen. Können wir auch mal die Musik hier ganz hören? Ich weiß, es ist so ein Pick, fast jeder Casual nimmt so das Shiny Garados, weil es ist in Anführungsstrichen selten, weil es ist ja ein Shiny. Und Garados ist ein ziemlich gutes Pokémon. Deshalb, ja, gibt es viele Leute, die eigentlich Garados nehmen, aber es ist mir egal. Ich werde Garados auch nehmen. So, und ich versuche jetzt schon mal zu fangen. Oh, ich habe nicht so viele Bälle. Okay, was haben wir mal super bei? Ich habe am meisten super, ich habe nicht eingekauft. Aber gut, man kann erst in der letzten Stadt anscheinend einkaufen. Mit der 8. Arena. Und verdammt, ist egal. Aber, Drachen macht so viel Damage. Ist daran wurde überhaupt eine Drachenattacke? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich sollte vielleicht rausswitchen. Wir switchen zu Amphi. Amphi tankt alles. Ah, ich kann ja paralysieren mit Amphi. Oh, Big Brain. Oha. Okay, Fuchtler ist ein bisschen zu stark, mein Freund. Sonderwelle erstmal. Oh nein. Nein, auf. Kein Fuchtler. Okay, ich dachte gerade, weil es so lange gedauert hat, es ging daneben, aber nein. Passt. Passt und sitzt wie angegossen. Und jetzt bitte bleib im super Ball. Danke schön. Eins. Oh, es ist verwirrt. Wieso das denn? Achso, wegen Fuchtler. Oh. Hyperball. Komm schon, bitte bleib drin.
Komm schon, das ist das perfekte. Komm schon. Eins, zwei, drei. Nein! Im letzten Fall. Blödeten Moment. Und es ist nicht mal ver. Ja, ich bin tot. Oh, ich überlebe. Aber ich krieg das nicht hin, oder? Oder? Nein! Ach, der ist schon paralysiert. Was? Und der trifft? Oh, ich hätte einen Ball werfen können. Man muss übrigens entweder Garados besiegen oder fangen. Weil sonst geht das Spiel nicht weiter. Also das ist hier zwanghaft. Ich baue mal Melly nach vorne. Da sehen wir mal den Mobilicat-Sprite. Schön süß. Ja, Pokémon macht keinen Sinn, Super Ball ändern. Und deshalb meine ich, wir kriegen das vielleicht nicht hin. Erstens die Bälle und zweitens... Ist das nicht das einfachste Pokémon zu fangen? Ich meine, wie einfach ist es, ein Garados zu fangen? Ach, Fuchtler, oh nein. Ich überleb's noch. So, komm schon. Bleib drin! Please! Ba-ba-da-ba-ba-da-ba! Yay! Yeah, wir haben ein Shiny Garados! Und das wird ins Team kommen. Hehehe! Okay, das ist auf einmal normal. Grausam. Taucht es auf, randaliert es. Es beruhigt sich erst, wenn alles um sich zerstört hat. Oh, da ist es, Shiny Garados. So, und weil es ja im Shiny Rot ist, werde ich ihm jetzt einen richtig dummen Namen geben. Ich nenne ihn nämlich Apo, ich meine natürlich Red. Aber das bleibt noch nicht hier. Ich werde es nämlich Red Gara nennen. Denn ich habe es damals... Moment, wie habe ich es damals genannt? Red Gara und dann so ein Ausrufezeichen habe ich es genannt. Aber einfach wegen dem Joke und weil es ein coolerer Name ist, wird es im Overlay nur als Red angezeigt. Mike erhält rote Haut. Okay, wir haben mir gerade einfach die Haut abgezogen. Na dann. Und jetzt ist alles wieder entspannt und chillig. Oder wie sieht das aus? Wer bist du denn eigentlich? Moment. Die Garados sind wütend. Ah, okay, da sag ich das gleiche. Schade. Wer bist du denn? Dieser See ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Karpados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Mike? Ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast, Mike. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Aber klar doch! Exzellent! Es sieht so aus, als würde jemand die Karpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Mike. Er setzt einen Fluchtzeil ein. Was eigentlich vergeht, aber okay. Alles klar, hat sich das Schild schön angeschaut. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier reingeht, kriegt man noch die Angel, oder? Der See hat sich verändert, seit diese Männer in Schwarz hier sind. Oh, vielleicht später? Warte, Männer in Schwarz sind hier? What? Okay, Leute, aber ich würde sagen, mit einem neuen Shiny-Team-Mitglied werde ich hier diese Folge beenden. Wir werden in der nächsten Folge Siegfried verfolgen, denn wir gehen, wie ich ja schon gespoilert habe, in ein Gebäude rein. Welches könnt ihr euch bestimmt schon denken, aber ihr werdet es erst sehen in der nächsten Folge. Haut rein!